Hey, du da? Inquisitor? Wegen Kaldans Opfergaben. Ich habe mit der Frau gesprochen, die die Körper für die Bestattung vorbereitet. Sie meinte, ich könnte eine Opfergabe darbringen. Für Kaldan. Wie kommt sie nur? Ah, als Geschenk. Was für eine durchtriebene Frau. In diesem Fall nehme ich eine Opfergabe an aus der Hand, die sie mir übergibt. Die Opfergabe wird traditionell Korth dargebracht und muss ein Geschöpf sein, das das Götterreich berührt. Ich zeige euch, wo welche gesehen wurden. Es wäre ein beispielloses Geschenk, Flachländer. Trotzdem bedauere ich Kaldans Sohn. Er wird den Namen seines Vaters verlieren. Er verliert seinen Namen? Was soll das heißen? Finn konnte die Riten nicht vollziehen. Sobald die Bestattung vorüber ist, wird er ein Ausgestoßener sein. Er ist vaterlos. Egal, ob er es nun tut oder nicht, Inquisitor. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es ihm zumindest ein wenig Frieden bringt. Auf bald. Gebt auf euch Acht. Inquisitor? Ihr könnt keine Gaben darbringen. Ich weiß von der Bestattung eures Vaters und der Opfergabe. Ich habe es versucht. Ich habe mich aus diesem verfluchten Bett geschleppt, aber die Schmerzen... Ich brach zusammen. Der Jagdmeister fand mich und brachte mich zurück. Er sagte, wir bräuchten nicht noch einen Toten. Ich besorge die Opfergaben. Mir wurde gesagt, ich könne die Opfergabe als Geschenk an den Stamm da bringen. Und genau das werde ich für euren Vater tun. Er wird nicht mehr lang mein Vater sein. Der Verlust eures Namens. Das spielt keine Rolle. Ob er nun mein Vater ist oder nicht, ich liebe ihn. Seine Seele darf nicht von der Welt getrennt werden, wenn sie doch eigentlich zurückkehren sollte. Wenn ihr die Opfergabe als Geschenk darbringen könntet, würde ich euch das niemals vergessen. Ihr solltet euch... Okay. Die Herrin möge euch schützen. Wenn du das sagst, mache ich das. Jetzt gehen wir mal zum Leiter der Arena, machen ein paar Avar platt. Schön, euch zu sehen. Ich bin bereit zu kämpfen. Hier ist meine Opfergabe. Die Inquisition bringt euch eine Opfergabe, um sich euren Prüfungen zu stellen. Hervorragend. Oh, das wird ein denkwürdiger Kampf. Ich meine, betretet die Arena. Harkons Prüfungen erwarten euch. Ich verabschiede mich. Sichere Reisen. Wie betrete ich die jetzt? Ach so. Das muss doch einen Sinn geben, habe ich mir schon gedacht. Wie viele sind denn das? Alle platt hier. Oh, der hat ganz schön Schaden, mein Kumpel. Oh, der hat noch fast volles Leben, die eine. Wird Zeit für dich zu sterben, leider. Nee, versteckt er nicht hinter der Tür hier. Gewonnen? Nee, noch nicht. Jetzt aber. Ich hab's geschafft. Hurra. Also Schönheit, worüber wollen wir reden? Was meint ihr damit? Ihr wollt nicht über euch selbst reden, das respektiere ich. Die Frage ist also, worüber reden wir dann? Wohl nicht über das Kiosk. Ich bin drei Marscher schon vergessen. Wir haben den Kiosk erfunden. Stimmt doch gar nicht. Doch, vor uns ist niemand auf die Idee gekommen, jemand...
zur langen Stange von einem Pferd zu stoßen. Das ist eine historische Tatsache. Hey, Kollege. Was soll der Scheiß hier? Tot. Was machst du hier? Wo ist mein Black Wall? Ah, der steht da einfach, okay. Der hat sich einfach festwurzeln lassen. Die eine ist besiegt, oder? Nee, immer noch nicht. Komm her. Geschafft. Die sind schon nicht schlecht, muss man schon sagen. Stirb! Alter, was geht bei euch ab hier? Nein! Lol. No. Verdammt. Soll ich gegen die gewinnen, bitte? Den ich Darren wiederbelebe. Komm schon. Blöde Bogenschützen. Stirbt jetzt mal. Mach dich kaputt. Jetzt mal Damage, ja. Sehr gut.
So. Stirbt er jetzt mal. Bam, Feuerball. Wieso geht denn der so ab und stirbt einfach nicht? Aber Ding stirbt auch nicht, mein Black Wall. Komm, der brennt und lauter Mist und stirbt einfach nicht. Ja, geht doch. Jetzt gehen wir mal Varric wiederbeleben, der macht wenigstens Damage. Viele Runden muss ich eigentlich überleben, frage ich mich. Hoffentlich ist es die letzte, weil mehr schaffe ich nicht. Was war da? War Champion. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Ja! Sehr gut. Habe ich nicht erwartet, aber. Ha, welch ein Kampf, dieser Kniff mit dem. Aber wem erzähle ich das? Gut gekämpft, Inquisitor. Danke. Ich verabschiede mich. Sichere Reisen. Akons Prüfung abgeschlossen, sehr gut. Jetzt reiten wir mal zu den Typen wieder. Zu den Agur, oder wie heißt der? Da ist schon Agur, glaube ich. Ja, ich habe schon zum dritten Mal die Mission abgeschlossen. Bin richtig gut. Boah, ein viertes Mal. Wow. Jo, ja. August, sag ich doch. Ich habe alle Runen gelesen. Ich habe sämtliche Schleierfeuer-Runen im Dorf gefunden und gelesen. Worum ging es eurer Meinung nach in der Geschichte? Um Erneuerung. Um eure Götter, die zurückkehren, wenn auch in anderer Gestalt? Es ist eine unserer ältesten Geschichten. Die Skalden lehrten sie uns schon als Kinder. Berge bersten, Wälder brennen, die Götter verändern sich und sterben. Akons Anhänger wollen ihn so am Leben erhalten, wie er war. Sie werden ihn nicht sterben und wieder zurückkehren lassen, wie er es sollte. Die Blutmagie diente dem Zweck, die Taten von Akons Fängen vor den anderen Göttern zu verbergen. Sie fürchten die anderen Götter? Sie verfügen über mächtige Magie. Warum sollten Hakons Fänge die anderen Geister fürchten? Hakons Fänge haben sich von allen anderen Göttern abgewandt, die ihrem Stamm je geholfen haben. Sie sind nicht von Angst getrieben. Sie verbergen ihre Taten aus Scham. Okay. Sag mal, kann ich dich noch was fragen? Nö. Okay. Ich sollte mich verabschieden. Dann auf ein andermal. Das habe ich hier. Untersucht die Ritualstätte. Das habe ich hier. Sucht im Tal nach dem Bären. Erlegt eine nicht berührte Kreatur. Fangen wir hier an. Mit der Kreatur fangen wir an. Dann schauen wir nach dem Bären und so weiter und so weiter.
Muss ich hier runter oder mache ich laufe einfach mal nach Norden? Weiter geht's nicht. Muss ich also doch runter. Jump. Passt. Genau dahin wollte ich. Genau dahin. Ist die Kreatur jetzt oben oder unten? Bestimmt da unten, oder? Gibt's hier was zu entdecken? Ne, nur was zu klauen. Aber da kann ich runterlaufen. Schön entspannt runterspazieren. Mit meinen anderen Begleitern ist es jetzt voll komisch zu spielen. Ich hätte schon gern Solas zurück und Cassandra. Da, da, nichts berührte Spinne, ist klar. Hey, Digga. Digga, Spinne. Komm, bring sie zum Schlafen und zum Brennen. Alles. Voll auf dem fetten Arsch. Hey, wieso ist sie freundlich? Trägt sie sich mit mir. Trägt sie mich mit sich. Trägt sie mich mit ihr. Gott, kann ich kein Deutsch mehr oder was? Was geht hier ab? Was war das? Bin ich auf einmal tot? Scheiß Riesenspinnen und lauter Zeug hier. Alle kaputt da. Giftspinne. Wurst, wer du bist. Okay, habe ich sie? Ist sie weggerannt oder was? Weggerannt. So, der Scheiß. Oh, ich hab dir vorhin die Fresse gegeben. Jetzt haben wir sogar eine Zeitlupe. Der Jagdmeister sagte, er würde ein Geschenk aus der Hand annehmen, die es ihm übergibt. Nein. Ihr solltet das Feld überlassen. Wir sollen die Regeln über das hinaus beugen, was uns bereits gestattet wurde. Ich will nicht herzlos klingen, aber wir sollten vorsichtig sein, dass wir den Stamm nicht verärgern. Das ist eine gute Idee, was Varric da sagt. Muss ich mal probieren. Aber davor soll ich speichern. Ach nein. Wir haben unseren Wächter verloren. Wieso bin ich ein Geist? Wieso kann ich mich nicht heilen? Nein! Nein! Was war das jetzt? Wo bin ich jetzt?
Oh no! Meine Batterie ist gleich leer. Komm her jetzt! Komm her, die Spinne, ich mache alle kaputt. Scheiß Spinnen. Ohne Witz. Das ist voll viel Schaden. Ja, scheiße hier. Gibt's noch du, du fette Spinne. Nur noch du. Und hier. Schon. So, die beschwert dann, da kommen auch quasi neue Spinnen von der Decke. Wenn ja, weg, weg zu rennen. Scheiß Giftspinnen. Die machen gleich so viel Schaden. Du riesen Spinne, ich mach ja auch kaputt hier. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Die doch hergezogen worden, hat das nicht funktioniert. Macht dich kaputt. Scheiß fette Spinne. Ist jetzt tot, ist jetzt tot, jetzt ist vielleicht tot. Für die Opfergabe genügt. Der Jagdmeister sagte, er würde ein Geschenk aus der Hand annehmen, die es ihm übergibt. Ihr solltet das Feld verlassen. Wir sollen die Regeln über das hinaus beugen, was uns bereits gestattet wurde. Ich will nicht kostenlos klingen. So, ich hoffe, die Jäger kommen da jetzt nicht. War ich hier schon mal? Sieht schon so aus, ja? Ah, Tote, die an der Wand hängen. Guter Gürtel, aha. Ich habe leider 26 erreicht, das kann ich skillen. Was haben wir hier? Wenn du deine Gegner, wenn dich deine Gegner nicht treffen können, sie dich auch nicht töten. Du erhältst einen Bonus auf maximalen Block. Machen wir einfach. In der Hoffnung, das bringt mir was. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, aber diese Spinnen waren schon nicht ohne gerade. Bin sogar gestorben. Okay. Nächste Mission ist hier. Komme ich da am besten hin? So nicht, aber so. Beim Lager und dann nach Norden. Ich hoffe, es ist Norden. Ich markiere es mir auf der Karte. Aber ist schon Norden, glaube ich, oder? Ja, so ziemlich. So genau, das ist mein Wasserfall.